Vielen Dank, Herr Medik. Es gibt hier überhaupt gar keine Differenz. Frau Esken, die Partei, die Fraktion, die Bundesregierung will die territoriale Souveränität der Ukraine gewährleistet sehen. Deswegen auch vor dem Hintergrund der Charta der Vereinten Nationen die Unterstützung beim Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Und ich bin schon der festen Überzeugung, dass auf der einen Seite die Lieferung von Waffen mit dazu beiträgt, Russland und insbesondere in Gestalt der Person von Präsident Putin, den ich von Anfang an auch einen Kriegsverbrecher genannt hat, weil er wissentlich und willentlich nicht nur im Gespräch mit Herrn Scholz getäuscht hat, sondern auch diesen völkerrechtswidrigen Krieg angezettelt hat, die Grenzen aufzuzeigen. Und das, was Frau Esken formuliert hat und das, was ich formuliere, ist, Grenzen auch Russland aufzuzeigen. Russland darf diesen völkerrechtswidrigen Krieg nicht zu seinen Konditionen bestimmen und schon gar nicht gewinnen. Und ich glaube, da gibt es keine Differenz. Da kommt eine Nachfrage noch dazu. Es muss ja einen Grund geben, warum Ihnen auch anderen es so schwerfällt, diesen einen Satz eben zu sagen, dass die Ukraine gewinnen muss. Woran liegt das? Aber sehen Sie, Sie schauen in etwas bei mir hinein, was ich gar nicht habe. Mir fällt gar nichts schwer, sondern mir fällt etwas leicht zu sagen, vor dem Hintergrund des internationalen Rechts der Ukraine, wissentlich, dass wir nicht in diesen Krieg verwickelt werden wollen, die Chance zu geben, Russland in seine Schranken zu weisen. Und das ist auf dem militärischen Gebiet wichtig, aber es ist genauso im Anschluss an die vorherige Frage wichtig, auch das diplomatische Terrain zu bereiten und Ländern, die bisher offensichtlich nicht so stark eben bei der Abstimmung in den Gremien der Vereinten Nationen den Angriffskrieg verurteilt haben, auch mehr davon zu überzeugen, auf Russland einzuwirken. Und ich finde, das muss auch eine Debatte in Deutschland hergeben. Die internationale Politik ist zurzeit nicht nur gefährlich, sondern insbesondere verlangen die Menschen, der größere Teil der Menschen, auch nach Antworten, um ein Ende auch des Krieges zu sehen.